Heute suchen wir ein neues Plätzchen für zwei Meerschweinchen. Wie heißen sie genau? Das sind die beiden Meerschweinchen Lukas und Lulu. Sind seit kurzem bei uns im Tierschutzheim und warten jetzt auf einen neuen Besitzer. Beide sind 2 Jahre alt und von der Rasse her, also das eine ist eher ein Rosettenlanghaar-Meerschweinchen und das andere ein Glatthaar-Meerschweinchen. Wenn nun jemand sagt, er möchte nur ein Meerschweinchen, vermittelt ihr sie dann auch getrennt oder eben nur als Pärchen? Also am liebsten wäre es uns, wenn wir sie zu zweit vermitteln könnten, da sie auch zu zweit gekommen sind und sich einfach schon seit ihrer Kindheit bzw. seit ihrer Geburt kennen und relativ gut verstehen, möchten wir, dass sie auf jeden Fall zu zweit vermittelt werden. Könnten sie zu zweit in eine andere Meerschweinchengruppe integriert werden? Also gerade beim Männchen bzw. bei männlichen Tieren ist es sehr schwer, sie zu integrieren. Das heißt, wenn man sie jetzt in eine Weibchengruppe setzen würde, müsste man sie eventuell davor kastrieren lassen. Ansonsten wird es über kurz oder lang zu Streitereien kommen und die können dann auch tödlich enden. In eine Männchengruppe würde ich sie auch nicht setzen, da sie, wenn sie ein gewisses Alter haben, sich auch sehr schwer aneinander gewöhnen bzw. sehr schwer neue Tiere akzeptieren. Wie alt können denn Meerschweinchen so in der Regel werden? Also das ist ganz verschieden. Ein Meerschweinchen kann bis zu 7 Jahre alt werden, aber im Durchschnitt sagt man so 4-5 Jahre alt. Was gibt es denn zur richtigen Meerschweinchenhaltung zu sagen? Brauchen sie Freilauf? Wie groß sollte der Käfig sein? Wer seine Meerschweinchen artgerecht halten möchte, sollte ihnen auf jeden Fall einen großen Käfig bieten, das heißt genügend Platz. Der Käfig sollte mindestens 1,20 x 50 groß sein und vielleicht verschiedene Ebenen beinhalten. Von der Ernährung her sind sie eigentlich weniger anspruchsvoll, wobei man darauf achten sollte, dass wirklich täglich frisches Heu zugereicht wird, frisches Wasser, ab und zu Pellets, hartes Brot und verschiedene Gemüse. Die Pflege der Nägel bzw. der Krallen ist sehr wichtig. Gerade beim Meerschweinchen wachsen sie wirklich ständig nach. Das heißt, man sollte immer darauf achten, dass sie eine gewisse Länge bzw. Kürze haben. Wer darin geübt ist, kann sich in jedem Zoofachhandel bzw. beim Tierarzt solch eine Nagetier-Krallenschere zulegen. Von Vorteil wäre es natürlich, wenn der Käfig so groß wäre, dass man darin eine Steinplatte oder irgendein Material, das auch ein bisschen rauer ist, anbringen könnte. Dadurch würde sich das Problem auch von selbst lösen, weil die Meerschweine sich immer wieder beim Darübergehen die Krallen selbst abwetzen.